willkommen zu meinem zweiten Gewinnspiel. Ich hatte es angekündigt, jetzt ist es soweit. Bevor wir zu den Gewinnen kommen, Gewinnen, hätte ich eine kleine Bitte an euch. Und zwar, jeder, der bei meinem Gewinnspiel mitmachen möchte, würde doch bitte oder könnte doch bitte einmal auf den Link klicken, den ich in die Beschreibung gepackt habe. Der führt euch zu einer Facebook-Seite namens MoMA. Handarbeiten Spaß, denn MoMA Handarbeiten Spaß ist die junge Dame, die sich für euch hingesetzt hat und einen Teil des Gewinnspiels gebastelt hat, beziehungsweise kreiert hat, designt hat. Und es ist wirklich cool geworden und eigentlich möchte ich es auch selber behalten. Ich würde mich total freuen, wenn ihr das machen könntet. Kommen wir zum Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es was ganz, ganz Tolles. Ich selber habe, also es gibt mehrere Sachen, aber eine Sache ist etwas schon ganz, ganz, ganz Tolles. Und davon habe ich selber 5 Stück in meinem Zuhause, weil ich es einfach total cool finde. Und es halt nichts ist, was man einfach hat. Also selbst wenn jemand anderes genau dasselbe Layout oder Design hat, ist es doch einzigartig, weil zum ersten, es ist Handarbeit, zum zweiten, nie ist etwas identisch und das finde ich einfach geil und zum dritten, es ist cool, es sieht schön aus, es fresht den Raum ein bisschen auf und das finde ich persönlich total schön. Gut, wie könnt ihr etwas gewinnen? Es ist ganz einfach, wie gesagt, wir machen die Sache immer ein bisschen einfach, weil ich ein fauler Mensch bin. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr auf den Link klickt und einmal MoMA ihre Seite liked. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr meine Seite liked. Aber das ist auch kein Muss. Auch da ist der Link in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked. Und jetzt kommt's. Ihr könnt teilnehmen, indem ihr, wie auch beim letzten Gewinnspiel, etwas in die Kommentare schreibt. Und zwar möchte ich von euch, dass ihr in die Kommentare schreibt, nicht wie letztes Mal, was ihr an euch liebt, sondern was ihr am Leben ganz besonders liebt. Was ist es, was euch das Leben lebenswert macht? Easy peasy. Und dann werde ich wie beim letzten Mal über ein Losverfahren den Gewinner auslosen. Ganz einfach. Also, Schritt 1 und 2 ist euch beliebt. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr das aus Kulanz machen würdet. MoMAs Handarbeiten liken, mein Fräulein Filz liken. Und Schritt 3 ist der wichtige Schritt. Schritt 3 ist auch ganz lieb gemeint. Video liken. Und Schritt 4 ist der Schritt, auf den es zum Schluss ankommt. Und zwar in die Kommentare schreiben, was für euch das Leben lebenswert macht. Warum liebt man das Leben? Was gibt es zu gewinnen? Zu gewinnen gibt es 1 von diesen Büchern. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild sehen könnt. Ich werde es nachher nochmal abfotografieren. Ich liebe sie. Ich habe sie überall im Haus verteilt. Also ich habe im Hintergrund, man sieht es hier, habe ich eins stehen. Ich habe da in der Ecke eins stehen. Ich habe eins mit einem Porträt von mir und meiner Familie drauf. Ich habe eins mit Pfoten und dem Namen von unserem Hund. Ich habe eins mit einem Hamster. Ich habe eins mit einem Namaste-Schrift. Ich liebe diese Bücher. So, wir hatten kurz Familiepause. Also, ihr habt in diesem tollen Buch die Möglichkeit, hinten eine kleine Lampe anzuschalten. Das sieht total schön aus. Wenn der Raum ein bisschen abgedunkelt ist, kommt es super gut zur Geltung. Meine macht es auch. Von meinem anderen Buch, ich habe noch eins, wo es das auch ist, da ist meine Lampe schon ein bisschen alle leider. Ich persönlich, wie gesagt, ich liebe diese Bücher, ich finde sie super schön, ich habe überlegt, ob ich selber behalte. Aber dachte mir, nein, sie hat sich so viel Mühe für euch gegeben, wir haben wirklich hin und her überlegt, sie hat hin und her überlegt, welches Layout nimmt sie, welches Design nimmt sie und wollte, dass es auch irgendwie so ein bisschen zu mir passt und was passt einfach besser zu mir als das Om-Symbol. Ich meine, ich habe es überall in meiner Wohnung, ich liebe es. Aber das ist natürlich nicht alles. Ich habe hier eine leere Box. Diese leere Box soll natürlich nicht leer bleiben. Ich werde diese leere Box mit dem Buch füllen, natürlich.
Und weiß aber, weil ich es schon getestet habe, dass da noch ganz viele andere tolle Sachen reinpassen. Und werde diese Box individuell dann anpassen, je nachdem, ob ein Mann oder eine Frau gewonnen hat. Und werde mich auch nochmal ganz kurz mit dieser Person in Verbindung setzen, um zu wissen, wie tickt die so? Steht sie mir auf sowas? Mag sie mir sowas? Ist sie mir so? Ist sie mir so? Und werde dann diese Box mit kleinen Überraschungen füllen, die das Leben schöner machen. Das ist es. Einmal mein tolles Buch. Ich zeige es euch gerne nochmal. Ich finde es so schön, ich würde es gerne behalten. Und meine leere Box, die ich für euch noch befüllen werde mit schönen Dingen. Das war's. Wie gesagt, ihr habt 4 Schritte zu erledigen. Schritt 1, bitte Momas Handarbeiten liken. Schritt 2, cool wäre, wenn ihr meine Facebook-Seite liked. Schritt 3, Video liken. Schritt 4, am allerwichtigsten, ohne diesen Schritt funktioniert hier gar nichts. Schreibt in die Kommentare, was für euch das Leben lebenswert macht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video teilt, denn umso mehr Leute mitnehmen, umso lustiger ist es einfach. Und umso mehr Spaß habe ich daran, demnächst dann noch wieder eins zu machen. Weil Gewinnspiele sind irgendwie voll mein Ding. Gewinne, gewinne, gewinne. Ich sollte auf der Kirmes arbeiten. So, ich hoffe, es machen ganz super viele Leute mit und wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich zu lesen, was für euch das Leben lebenswert macht. Okay. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss.